Ja, die Landtagswahl in Bayern, was ist Ihre Prognose? Wie geht das aus? Die Prognose ist, dass wir natürlich nicht das gesamte oppositionelle bürgerliche Lager heben können, das wir normalerweise heben können, weil wir in Bayern eine Sonderkonstellation haben. Da gibt es ja auch noch die Freien Wähler um Herrn Aiwanger. Die gibt es ja auch schon länger als die AfD. Also im Endeffekt wird das bürgerliche oppositionelle Lager auf ca. 25% kommen. Das heißt, wenn es die Freien Wähler nicht gäbe in Bayern, würde das alles der AfD zufallen. Ja, wäre dann überhaupt der größte Erfolg in einem westlichen Bundesland. Aber wir müssen uns leider diese 25% mit den Freien Wählern teilen. Und das ist eben die Frage, in welchem Verhältnis. Und das macht es eben so besonders in der bayerischen Landtagswahl. Sie waren beim Petersburger Dialog. Welche Eindrücke haben Sie mitgenommen? Welche Perspektiven haben sich aufgezeigt? Also wichtig war, dass wir überhaupt teilnehmen konnten. Den ging ja ein ziemlich langer, monatelanger Kampf voraus, weil man wollte uns ja auch hier ausgrenzen. Das haben wir aber dann geschafft, dass wir teilnehmen durften. Kollege Schlund, der auch die deutsch-russische Parlamentariergruppe leitet, Kollege Herd und ich, wir waren für die AfD dort. Es gab einmal das Plenum mit den Begrüßungsreden und es gab Arbeitsgruppen. Also in den Begrüßungsreden am Anfang war also ganz klar, dass also hier Wirtschaftsminister Altmaier und eben der deutsche Co-Vorsitzende Pofalla, die kommen halt aus ihrer Haut nicht raus. Sie haben wieder mit dem großen erhobenen Zeigefinger wieder gemeint, die Russen belehren zu müssen. Natürlich völlig kontraproduktiv, dann kann man nicht zu Lösungen kommen. Von russischer Seite der Kulturbeauftragte des Staatspräsidenten, Herr Schwitkoi, hat in einer sehr emotionalen Rede es eigentlich völlig richtig auf den Punkt gebracht. Wenn man sich eben über die Ostukraine und über die Krim nicht einig werden kann, dann bitte hör doch mal auf, über diese beiden Themen zu reden. Und dann reden wir halt mal über alle anderen Themen, wo man sich einig werden kann. Also ich würde mich freuen, wenn hier die deutsche Seite der russischen Empfehlung folgen würde. Das war jetzt zu dem großen Rahmen. Jetzt gab es auch die Arbeitsgruppen. Ich war Teilnehmer in der Arbeitsgruppe Wirtschaft. Da ging es von beiden Seiten total produktiv zu. Da gab es überhaupt keinen Streit. Da sieht man wieder, die Wirtschaft möchte einfach nur zusammenarbeiten und Geschäfte machen. Und die Wirtschaft hat inzwischen so einen Hals zu diesem ganzen Sanktionsstreit. Also von beiden Seiten gab es keinerlei Konfliktpunkte in der Wirtschaftsarbeitsgruppe, in der ich teilgenommen habe. Große Konfliktpunkte gab es dann wieder in der politischen Arbeitsgruppe. Und da habe ich eine ganz klare Bewertung dazu. Da liegt die Schuld ganz klar auf deutscher Seite, weil die von ihrem moralischen Ross nicht runterkommen wollen, die Russen immer wieder belehren zu müssen. Und ich würde mich freuen, wenn der Pragmatismus, den wir drei AfD-Abgeordneten dort gezeigt haben, eben pragmatisch mit den Russen zur Lösung zu kommen und nicht immer diese Moralkeule zu schwingen, würde ich mich freuen, wenn zunehmend bei den nächsten Treffen des Petersburger Dialoges zunehmend sich unsere Position der AfD durchsetzen würde, weil dann wäre es wirklich produktiv für die deutsch-russischen Beziehungen.